Hey, in einer Facebook-Gruppe, in der diverse Dinge zugunsten toller Tierschutzprojekte versteigert werden, habe ich zugeschlagen. Folgende 4 Bücher habe ich für einen guten Zweck ersteigert. Wir gucken uns sie gemeinsam an. Los geht's! Wie ein leuchtender Stern von Tahereh Mafi ist ein aufwühlender Roman über Liebe, Einsamkeit und Trauer, in dem die Autorin ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung einwebt. Ich liebe den Stil von Alice Gabatula, deswegen kam ich an diesem Jugendthriller 100 Lügen einfach nicht vorbei. Das nächste Buch habe ich gar nicht für mich, sondern für meine Wanderpakete ersteigert. Das Lied der Wölfe von Rena Fischer erzählt eine Liebesgeschichte so stark und stürmisch wie die schottischen Highlands. Dieses Buch hat mich aufgrund seines farbenfrohen Covers angesprochen. Vom Suchen und Finden von Kenneth Oppel erzählt eine Geschichte von Liebe, von verfeindeten Vätern und vom König der Dinosaurier, der darauf wartet, gefunden zu werden. Naja, und an diesen zuckersüßen Motivsocken konnte ich auch nicht vorbei. Ist klar, ne? Ja, das ist meine Ausbeute. Was sagt ihr zu den Büchern?